Hallihallöchen, ich bin wieder Alice. 22 sind auf der Epic Röwitz und wir sind gerade hier beim Freddy. Der hat da einige Sachen zu stehen und wir müssen einige Sachen mal hier wegräumen, hat er gemeint. Und das wollen wir heute machen. Und zwar eigentlich so alles, was hier so rumsteht. Damit wir das mal vor Ort bringen, habe ich gedacht. Das gibt auf jeden Fall ordentlich Kilometer. So. So, als erstes tun wir den Silagewagen hier mal zum Hof. Fast nagelneu, auf jeden Fall die Reifen. Der Rest ist schon ein bisschen gebraucht, aber er hat noch die Bremsen gemacht und jetzt können wir das Teil wieder benutzen. So, ich würde sagen, das stellen wir nämlich hinten beim Silo mit hin, da macht es am meisten Sinn. So. Das war der erste Streich. Dann gucken wir mal, was da noch so alles ist. So, das letzte Mal waren wir dann noch am Drillen. Das ist auch noch nicht abgeschlossen. Also wir müssen da noch etliche Felder drillen. Da machen wir dann auch noch weiter. So, jetzt denn. Der ist eigentlich
Eben, das habe ich mir schon gedacht. Den kriege ich da irgendwie gar nicht weiter ran. Das Rad schleift auf dem Boden. Seht ihr das? Da haben wir ein kleines Problem. Jetzt kann ich auch die Anhängekupplung nicht verstellen. Okay, dann versuchen wir was anderes. Ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber Freddy ist gerade nicht da. Der hat nämlich noch so einen kleinen Famulus. So, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sitze auf dem Boden. Aber ich glaube, der Freddy, der hat immer einen Kasten Bier unterm Arsch. Deswegen geht's bei ihm. Okay, jetzt läuft's bei uns auch. So, das Ding kommt eigentlich zum Schweinestall und beim Schweinestall kommt auch noch das Schweinefutter hin, was hier steht. Das nehmen wir gerade mit.
So, die Borsties sind nämlich schon ein bisschen gewachsen. Vielleicht können wir dann die ersten nämlich schön verkaufen. Die gucken schon komisch, aber lass sie doch. So, wir werden trotzdem noch Futter reinkippen. So, dann fahren wir mit dem guten Stück hier wieder zurück, bevor Freddy merkt, damit es weg ist. Der ist bestimmt einen Kasten Bier holen, sonst würde ja einer drunter stehen, habe ich das Gefühl. So, das ist Vollgas, mehr geht nicht.
So. Schnell raus da, bevor Freddy das sieht, damit wir mit dem Teil unterwegs gewesen sind. So, was haben wir denn noch? Etliche Anhänger. So, dann nehmen wir das alte Teil hier mit. So, den stellen wir auch da hinten hin. So, unsere neue Seemaschine ist eigentlich bestellt. Hoffe, die kommt mal demnächst, damit wir da das russische Teil ablösen können, was wir da haben. So, aber wir gehen mal schauen, was da eigentlich los ist. So, eigentlich sollte nicht mehr viel sein.
Okay, so wie es aussieht, macht aber keiner was. Das ist natürlich nicht so gut. So, wären wir auch nicht fertig. So, da sieht es schon ganz gut aus. Hier sind wir noch am Walzen. Ja, ein paar Steine wurden da schon mit hochgepflügt. Aber der ist ja da schon recht gut vorangekommen mit dem Walzen. Jetzt tun wir den einfach sagen, er soll da weitermachen. Gut, jetzt gucken wir mal, was hier mit der Sämaschine. Die ist nämlich auch fast parat, hätte ich gesagt. Bald fertig. Tu, der sieht aber gut aus. So. Kaum losgefahren und ich sehe nichts mehr. Tippitoppi. So, leucht, würde ich sagen.
Dann können wir noch. Hallo? Kaum sagst du was, geht das Ding aus. So, ich denke, wir machen das hier gerade noch fertig, solange wie das Saatgut noch reicht. Das sieht nämlich ein bisschen knappig aus. Dünger geht noch, aber Saatgut. So, noch 61 Liter, so wie ich das kenne, reicht es wahrscheinlich genau nicht. Jetzt habe ich es auch noch versaut zum Schluss. Wir haben noch 14, 12, 11, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, Saatgut ist alle.
Ja, da ist bloß die Walze drüber gefallen. Okay. So, wir müssten eigentlich das Feld nebenan machen, aber da hat es viel mehr Steine. So, so. Ich sag aber erstmal, für heute ist hier gut. Ich sag danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.